Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Mit einer faszinierenden Person des Neuen Testaments wollen wir uns heute beschäftigen. Mit Judas Iskariot, dem Verräter an Jesus Christus. Wer dieser Mensch war und was geschichtliche Quellen über ihn sagen, weiß der Historiker Michael Hesemann. Grüß Gott, Herr Hesemann. Grüß Gott. Herr Hesemann, was wissen wir aus historischer Sicht über Judas Iskariot? Nun, relativ wenig. Er wird ja auch in den Evangelien relativ stiefmütterlich und b natürlich auch einseitig dargestellt. Und er wird in keiner außerbiblischen oder aus dem Umfeld der Christenheit stammenden Quelle genannt. Wir können auch gerade spekulieren, wo er herkommt, aus dem Dorf mit dem Namen Kariot in Juda, womit schon klar ist, er ist kein Galiläer wie die Mehrheit der Jünger des Herrn, sondern ein Judäer. Und insofern war er vielleicht doch ein wenig im Kreis der Zwölf isoliert und verfolgte andere Vorstellungen. Es gibt noch eine andere Deutung seines Namens, nachdem eben nicht das Dorf Kariot eine Rolle spielte, sondern der Name von Sikarios kam, also einer der Dolchmänner, die einen politischen Aufstand, man würde heute sagen Terroristen oder Freischärler, einen politischen Aufstand gegen Rom wollten. Dafür spricht auch einiges in seinem Verhalten, dass er vielleicht doch mehr den politischen Messias im Herrn sah und weniger den Sohn Gottes, der eben das Königreich, das nicht von dieser Erde ist, errichten wollte. Welche unterschiedlichen Schwerpunkte setzen die Evangelisten bei der Darstellung des Judas? Nun, die Evangelisten stellen ihn schon von Anfang an irgendwo als Einzelkämpfer und etwas verschlagenen Menschen dar, wenn er zum Beispiel die Frau, die mit dem Nardenöl kam, kritisiert, das Geld könnte man doch den Armen geben, aber in Wahrheit eben das Geld in die eigene Kasse stecken wollte. Er wird ja schon dargestellt, als würde er dann die Gelder veruntreuen. Da muss man schon sagen, da ist die Darstellung eindeutig negativ. Er wird nirgendwo wirklich sympathisch geschildert und man fragt schon, warum hat der Herr ihn überhaupt berufen? Gerade weil er doch in der Lage war, auch die zukünftige Entwicklung seiner Jünger zu sehen und sein eigenes Schicksal kannte. Warum hat er ihn überhaupt berufen? Genau, Sie sagen es, er war ein Auserwählter, ein Apostel, aber er hat ihn letztlich verraten. Und die Frage ist natürlich, warum? Welches Szenario wäre da historisch denkbar? Nun, ich denke, auch der Verrat erfüllte ja seinen Zweck. Ohne den Verrat hätte das Erlösungswerk Gottes nie stattfinden können. Und insofern spielt im großen Plan Gottes jede Kraft eine Rolle, auch eine noch so negative oder defizile Kraft. Und insofern hat er seine Aufgabe, hat seine Aufgabe erfüllt, aber hat sich dann eben doch in eine bestimmte Richtung entschieden. Und man darf ihn da auch nicht zu stark verteidigen, weil er ja nun mal doch sehr eigennützig gedacht hat. Er wollte dem Herrn seinen eigenen Plan aufzwingen. Er hatte seine eigene Vorstellung vom Messias. Es war also der Versuch, ein Menschenmodell Gott aufzuzwingen. Und den Fehler machen wir ja auch gerne in der Kirche, dass wir sagen, die Kirche muss so werden, wie wir sie gerne haben wollen. Und den Fehler machte er. Und darum hat seine Aufgabe erfüllt im Erlösungsplan. Aber er ist eben weit davon entfernt, dass er dann rehabilitiert oder gar selig gesprochen werden sollte. Es gibt unterschiedliche Versionen über den Tod des Judas und zwar im Matthäusevangelium und in der Apostelgeschichte. Wie hat man das gedeutet, diesen Widerspruch? Nun, da gibt es natürlich verschiedene Deutungsmöglichkeiten, aber ich will es mal so sagen, man hat wahrscheinlich nur gerüchteweise von ihm gehört und ob er sich nun aufgehängt hat oder ob er nun auf eine andere Art und Weise zu Tode kam, vielleicht wollte man es auch so grausig wie möglich darstellen, weil ja doch nun Wut auf den Verräter empfunden war und man
wie gesagt, im Fall Judas Iskariot bestimmt nicht immer objektiv geschrieben hat. Es gibt auch noch zahlreiche apokryphe Schriften, in denen Judas Erwähnung findet. Sogar ein Evangelium des Judas Iskariot. Genau, aber bleiben wir zunächst bei den anderen Schriften. Ja, ja. Was ist dort über Judas gesagt? Nun, die Gnostiker versuchen ihn schon positiver darzustellen, weil er natürlich in ihrer Ablehnung der Mainstream-Kirche, der Orthodoxie, ein natürlicher Verbündeter ist. Das muss man schon mal sagen. Die haben ja sich gegen die Kirche und damit gegen die Gründung des heiligen Petrus und die Gründungen der Apostel gestellt und brauchten dann ihre Verbündeten und haben dann gerade die Randfiguren, die in der frühen Kirche keine große Rolle gespielt haben, auch Maria Magdalena, muss man sagen, vereinnahmt und ihnen Dinge in den Mund gelegt, die ihre eigene Doktrin scheinbar bestätigten. Sie erwähnten gerade schon das Judas-Evangelium. Was steht da drin und was ist davon zu halten? Nun, das Judas-Evangelium spricht vom Mysterium des Verrats und nennt Judas Iskariot den Jünger, der den Herrn wirklich verstanden hat, während die anderen ihn eben nicht wirklich verstanden haben und der eine ganz wichtige Rolle eben dann im Heilsplan hat. Aber das Judas-Evangelium ist eben weit davon entfernt, dass es irgendwelche historischen Hintergründe hat. Es entstand um 300 herum, die Version, die wir heute haben, nach der diokletianischen Reform der Provinzen, weil dort eben ein von Diokletian eingeführter Bezirksbegriff vorkommt. Und darum kann man sagen, sehr, sehr spät, und wir haben eindeutig eine Vereinnahmung. Der Autor hat auch offenbar von der Aufeinanderfolge der Ereignisse am Gründonnerstag nicht mehr viel in Erinnerung gehabt, weil der Herr vom letzten Abendmahl in das Oberhaus